Ja, meine größte Aufgabe heute Abend wird sein, souverän zwischen Mineralwasser und Gin Tonic abzuwechseln. Mal gucken. Kannst du da aufpassen? Cool. Du auch? Gut. Ja, eben, also mein erster Blog dreht sich um die Schweiz und ich habe euch etwas mitgebracht über die Schweiz, nämlich eine Kolumne. Ich schreibe seit etwa einem Jahr für ein Wiener Satiremagazin namens Bananenblatt eine Kolumne und die vom Bananenblatt, die fragen mich immer halt aus Österreich heraus über Klischees aus der Schweiz halt ab. Und ich muss dann in der Kolumne antworten. Also meine Kolumnenreihe heißt deswegen auch Neues aus dem Westen. Und die Fragen sind unterschiedlich. Also die erste Frage war, seid ihr Schweizer wirklich so reich, wie man immer sagt? Und meine Antwort trug den Titel, wie arm ist Österreich? Und dieses Mal drehte sich natürlich wiederum um die Schweiz. Und die Frage war, esst ihr Schweizer wirklich so viel Käse? Und meine Antwortkolumne trägt den Titel Käse ist unser Gold. Liebes Bananenblatt, wie so viele Gerüchte, die über die Schweiz im Umlauf sind, stimmt auch dieses nicht. Wir Schweizer essen nicht so viel Käse, wir essen nur Käse. Morgens, mittags, abends, vor dem ins Bett gehen, legen wir uns ein Stück Schmelzkäse in den Mund und lassen ihn über Nacht sozusagen auf der Zunge zergehen. Vor jedem anderen Volk als vor ihrem wäre es mir peinlich, das zu sagen. Wir Schweizer und Sie Österreicher sind uns daher, wie ich gehört habe, gar nicht so unähnlich. Gerüchten zufolge ernähren Sie sich ausschließlich von Wiener Schnitzel. Doch zurück zu uns und Käse. Unser ganzes Essen besteht aus Käse. Menschen anderer Nationen finden das in dieser Konsequenz befremdlich. Das ist nicht so tragisch, denn wir Schweizer finden das Ausland an sich befremdlich. Wenn wir also ins Ausland fahren, packen wir uns ganz viel Käse ein, formen ihn zu Objekten, die aussehen wie Brötchen, Früchte oder Schnitzel und bemalen sie mit Lebensmittelfarben, sodass es sie besagten Scheußlichkeiten zum Verwechseln ähnlich sehen. Wer das übertrieben und krank findet, sollte mal einen Blick zu unseren nördlichen Nachbarn werfen. Die machen das Umgekehrte. Nehmen einen Ballen Knetgummi, wallen ihn flach, bemalen ihn mit Käsefarbe, stopfen ihn scheibchenweise in Plastikverpackungen, schreiben Edamer oder Gouda drauf und nennen es Käse. Die perversen Schweine! Wer sich von unserer kompromisslosen Liebe zu Käse nicht abschrecken lässt, taucht ein in eine wunderbare Welt von käsulinarischen Höhepunkten, wie mit Käse überbackenem Käse, dem Swiss Cheeseburger bestehend aus Käse zwischen Käse und Käse oder dem sogenannten White Swiss. Wenn Sie jetzt meinen, The White Swiss sei eine rechtspopulistische Partei der Schweiz, irren Sie sich. Die heißt Schweizer Volkspartei SVP. Nicht, dass The White Swiss in der Namensfindung bei der Parteigründung der SVP keine Rolle gespielt hätte, ganz im Gegenteil. Er schied erst ganz zum Schluss aus, als man realisiert hat, dass The White Swiss ein englischer Begriff ist und damit eindeutig zu ausländisch. Also Sie kennen vielleicht den White Russian. Diesen Drink bestehend aus Wodka, Kalua und Milch. Manche mixen ihn mit Milch, andere mit Sahne, Rahm, Creme oder wie man diesen räudigen Käserestmüll sonst noch nennt. Wir wollen davon nichts wissen, geschweige denn trinken. Ein richtiger Schweizer tunkt einen Knollen Appenzeller Alpkäse in das Glas, bis dieser sich mit dem Wodka und Kalua vollgesogen hat und isst ihn dann. Das ist der White Swiss. Sie sehen. Wir Schweizer lieben Käse, vergöttern Käse, wir sind Käse. Das geht zurück bis in die Genesis, also die Schweizer Genesis, die Entstehung des Urschweizers. Nicht-Schweizer meinen Wilhelm Tell sei der Urschweizer. Wilhelm Tell jedoch ist nur ein Schwank von Friedrich Schiller, damit aus der Brut der Edamer fressenden deutschen Leitkultur und daher selbstverständlich falsch. In einer uralten Legende der Schweizer Genesis steht geschrieben, dass der Urschweizer aus einem Leib Käse geformt worden sei. Wir als direkte Nachkommen des Urschweizers bestehen daher auch aus zu 100% Käse. Wenn Sie also einen Schweizer sehen, der an den Fingerkuppen rumkaut, ist das nicht ein Zeichen von Nervosität, sondern von gutem Geschmack. Manche nennen das auch Fingerfood. Der Schweizer isst also nicht nur Käse, er isst Käse. Jeder Ausländer, der Schweizer werden will, muss das verinnerlichen. Dementsprechend sieht auch der Einbürgerungstest aus. Jeder antragstellende Ausländer muss sämtliche Schweizer Käsesorten erkennen, mit Reifegrad, Produktionsdatum und Vor- sowie Nachnamen des Produzenten. Da diese Prüfung von der SVP, aka The White Swiss, geschrieben wurde, enthält sie eine Denkfalle zum Schluss. Der Antragsteller muss auf drei Fragen schnell antworten. Wenn er richtig liegt,
kriegt eine Aufenthaltsbewilligung. Er wird gefragt, erstens, woraus besteht der Schweizer? Käse. Zweitens, was isst der Schweizer? Käse. Drittens, was trinkt der Schweizer? Und der eifrige Ausländer erkennt die Fangfrage, überlegt ganz kurz und sagt dann Milch. Und wird daraufhin mit brennenden Fondue-Gabeln aus dem Dorf gejagt. Wir Schweizer trinken selbstverständlich keine Milch, sondern geschmolzenen Käse aus Strohhalmen. Milch ist etwas für Kleinkinder, alte Menschen und EU-Mitglieder. Nun, liebes Bananenblatt, ich hoffe, ich habe Ihre Frage zufriedenstellend beantwortet und frage mich zum Schluss, obwohl Sie EU-Mitglied sind, trinken Sie wirklich Milch oder schlürfen Sie diese Zeilen lesend genießerisch und mit Röhrchen Ihr püriertes Wiener Schnitzel? Ich grüße Sie fröhlich winkend aus meinem Käse-Jacuzzi, Renato Kaiser.